recht herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials. Jetzt geht es um den Taxi zur Bahn, den Takeoff und den Climb. Wir haben hier drüben gerade eben noch ganz flüchtig die Hand vom Pusher gesehen und machen mit unserer Checkliste weiter. Als nächstes geht es erstmal darum, die Trimmung einzustellen. Diese stand bei Down 03 und das werden wir eindrehen. So. Als nächstes gehen wir ins Override Panel. Schalten das Anti-Ice on und die APU aus. Jetzt geht es zurück ins Mainboard, also in die Mittelkonsole, und dort armen wir jetzt die Spoilers. Die Flaps setzen wir auf 1 plus F, hier schön zu sehen. Die Ignition geht zurück auf Normal. Dann checken wir unsere Flight Controls. Die haben wir hier unten. Drücken wir mal auf Flight Control. Voll up, voll down, voll left, voll right, voll left, voll right. Check. Die Auto Brake geht auf Max. Brake Fan geht on. Die Lights gehen on. Der Flight Director ist schon an und jetzt arbeiten wir die restlichen blauen Punkte ab. Die Cabin ist checked. Dann müsst ihr auf die Punkte hier oben im Override Panel, müsst ihr die alle einklicken bei Calls. Takeoff Configuration ist normal und wir rollen zur Bahn. Dann sehen wir uns jetzt gleich an der Startbahn wieder. So, wir stehen jetzt hier an der Runway 33 und jetzt schalten wir alle Lichter zu, die wir brauchen. Strobe Light on, Runway Turn Off Light on, die Landing Lights on und das Nose Light auf Takeoff. Und damit seht ihr jetzt auch, dass hier die Lichter links und rechts ausgeklappt sind. Wir sind also bereit zum Takeoff. Das heißt, wir lösen unsere Parkbremse. Geben etwas Gas. Und rollen auf die Bahn. So, wir sind auf der Bahn. Wir haben unsere Startfreigabe bekommen. Dann geben wir jetzt so weit Schub, bis Flex 45 auf unserem künstlichen Horizont angezeigt wird. Man Flex. Wir haben jetzt Flex 41, das haben wir ja eingetragen. Aber wenn dies da steht, dann nicht weiter Schub geben. Da sind wir abgehoben. Das Fahrwerk fahren wir ein. Autopilot 1 schalten wir ein. Und jetzt ist es die gleiche Regel wie bei jedem anderen Airbus auch.
Sobald hier Climb blinkt, ziehen wir den Schubhebel so weit zurück, dass wir vom Manual Flex Modus in den Climb Modus wechseln. Level Climb. Thrust Climb. Damit ist der Auto Throttle jetzt voll dabei und wir haben genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Er wird jetzt hier, wie ihr seht, die Steigrate etwas verringern, damit er erst einmal auf die Take-off, auf die Climb-Geschwindigkeit kommt. Und dort wird er dann, sobald er dort angekommen ist, wird er dann weiter beschleunigen. Beim S fahren wir die Klappen ein. Und jetzt steigen wir auf 35.000 Fuß. Bei 5.000 Fuß, beziehungsweise wenn es blinkt, den Q&H auf Standard stellen. Und, ja, dann wäre es das, zumindest für den Takeoff und das Taxi, eigentlich fast schon wieder gewesen. Warten wir jetzt mal noch ab, bis hier wirklich auch das Q&H am Blinken ist. Und dann drücken wir hier, wo dieser Punkt dann auch ist, auf Standard um. 5000 ist die Höhe. Jetzt fängt er an mit Blinken. Wir drücken drauf und Standard. Die Ground Spoilers sind armed, wie ihr hier seht. Diese werden wir jetzt wieder entarmen. So. Und bei 10.000 Fuß schalten wir dann auch gleich die Lichter aus. Ihr seht, wir haben jetzt 9.900 Fuß und bei 10.000 alle Lichter aus. Landing Light geht auf React oder Retract und da seht ihr auch, es ist eingeklappt. Der Flieger ist jetzt in der Luft, steigt jetzt auf 35.000 Fuß und am Top of Descent sehen wir uns dann wieder. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie lang es denn noch ist bis dahin. Also, na, knapp 120 nautische Meilen noch. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns dann in Teil 3 wieder. Bis dahin, ciao.